Mein Name ist Hagen aus Berlin und ich wollte mal ein bisschen was zu den ethischen Sachen sagen, was die Amerikaner mit ihren Drohnenmorden machen. Normalerweise sollte doch Amerika ein sogenannter Rechtsstaat sein, genau wie Deutschland. Aber bei beiden habe ich da Zweifel dran, weil es gab keinen Richter, der irgendjemand von diesen Zielen verurteilt hat. Es sind diese Morde geschehen auf Geheimdienstinformationen, die noch so falsch sein können. Es werden einfach Menschen ermordet, ohne Verhandlung, ohne Anhörung, einfach weg. Und wenn 30 andere mitsterben, sind es halt Kollateralschäden, interessiert keinen. Dann geht es ja weiter mit den ganzen Kriegen. Auch in Syrien wurde Uranmunition benutzt von der NATO. Uranmunition, das Zeug strahlt ewig und drei Tage, hunderte von Jahren. Es werden Generationen durch diesen Mist geschädigt. Aber das ist ja, interessiert keinen. Warum ist das Zeug nicht international bereits geächtet? Warum werden immer noch mit Uranmunition geschossen? Ich kann das nicht fassen. Ich explodiere innerlich.